Hallo Welt da draußen, ich habe noch ein zweites Ding, was ich euch heute mitteilen will. Und zwar, ich äußere mich jetzt doch dazu, weil es mir so auf die Nerven geht. Eigentlich wollte ich es nicht, aber ich tue es jetzt. Und zwar hatten wir auch diesen wunderbaren Vorfall, wo eine Besucherin Herrn Altmaier, ich glaube im Bundestag, angesprochen hat und hat sie ihn kritisiert. Und jetzt geht halt stimmungsmäßig die Welt unter und es ist alles ganz furchtbar und schrecklich. Und jetzt hat sich die AfD schon entschuldigt, also die Spitze hat auch dafür gesorgt, dass diejenigen, die wahrscheinlich die Besucher dann da haben herumlaufen lassen, nämlich Herr Peter Bistron und, muss ich mal gucken, wer das noch war, und Udo Hammelgarn, die hatten also jetzt schon dafür sozusagen bestraft, die dürfen also bis 2021 nicht mehr sprechen, haben auch kein Fragerecht oder die Recht zu Kurzintervention verwirkt bis Ende 2021. Entschuldigung, Ende Februar 2021, so. Okay, ich will das gleich mal bewerten, aber vorher noch, was soll jetzt nun sozusagen daraus noch gemacht werden? Naja, Dobrindt hat gesagt, man sollte doch die AfD von Bundestagsposten ausschließen. Und er sagte wohl auch, also wegen dieser Unruhen im Reichstagsgebäude sei es nicht mehr zu rechtfertigen, wenn die Partei ihre Ansprüche auf einen Bundestagsvizepräsidenten erfüllt bekäme. So, das ist erstmal die Ansage. Und jetzt will ich das mal ganz kurz bewerten. Ich habe euch ja schon in einem anderen Video gesagt, auf diesen Scheiß lasse ich mich eigentlich gar nicht ein. Es ist ein Ablenkungsmanöver davon, dass wir hier ganz andere Sachen am Laufen haben, die viel wichtiger wären. Und wie gesagt, man kippt uns da was hin, damit wir uns damit beschäftigen, während hintenrum andere Sachen eben durchgeboxt werden, wie eben das Infektionsschutzgesetz. Gut, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen, weil ich ein furchtbares Muster sehe, was mich stört an der AfD. Wir haben solche Fälle, dass Leute da rumgelaufen sind, schon mal gehabt, ja? Da wird jetzt auch nicht drüber gesprochen. Das haben andere Parteien auch schon gebracht. Man kann darüber streiten, ob das in Ordnung war. Aber wir müssen mal ganz kurz überlegen, was ist da passiert? Eine Frau hat Herrn Altmaier angesprochen und ihn kritisiert. Oh mein Gott, I feel offended. Wie schrecklich. Meine Fresse. Ich werde dort schon wieder ein bisschen fäkal, Entschuldigung. Aber wenn ich in der Position bin, und besonders wenn ich unheimlich viel Scheiße baue, ja, dann muss ich mir auch Kritik gefallen lassen von meinen Bürgern. Das sind nämlich meine Kunden, die muss ich bedienen eigentlich. Ja? Für die muss ich Politik machen und so eine Mimimi-Einstellung, oh mein Gott, ich bin kritisiert worden am Fahrstuhl, ist wirklich peinlich und zeugt nicht davon, dass derjenige Eier hat. Mein Gott, heute bin ich auch wirklich direkt. Vielleicht schreibe ich noch explicit Lyrics drauf auf das Video heute. Jetzt, also was da passiert ist, ist Banane. Das ist nichts Schlimmes und man tut jetzt so, als wäre der Tod der Demokratie eingetreten sozusagen. Also das ist völlig lächerlich und was man hier versucht ist heranzuziehen mit, also auch AfD verbieten Stimmen gibt es ja schon und denen dann Posten zu entziehen und so weiter und so fort, ist ganz gar lächerlich. Und das ist in zweifacher Hinsicht meiner Ansicht nach lächerlich. Einmal von Seiten der AfD. Die hat die Leute doch relativ hart bestraft, finde ich. Okay, muss man vielleicht machen, politische Geflogenheiten. Man muss vielleicht einen Bauernopfer bringen und sagen, ja, das tut uns leid, okay. Ja, es wird ihnen aber auch gedroht, dass man sie sozusagen sogar bei einem weiteren Fehlverhalten aus ihren Ausschüssen abwählt. Das kommt noch hinzu. Und man springt dann natürlich wahnsinnig über das hingehaltene Stöckchen. Man könnte auch sich einfach hinstellen und sagen, liebe Leute, sowas hat es früher schon gegeben. Ey, was ist passiert? Da hat jemand Herrn Altmaier angesprochen, am Fahrstuhl, hat ihn kritisiert. Bleibt mal schön auf dem Teppich. Da müsst ihr jetzt nicht so einen Supergau von machen, das ist nicht der Untergang des Abendlandes. Stellt euch mal nicht so an. Das wäre auch eine realistische Einschätzung, dass man sagt, ja, okay, war nicht ganz sauber, in Ordnung, aber ist nichts passiert, also bleibt mal cool und fangt jetzt nicht an mit sowas Lächerlichem, wie wir müssen hier die AfD einschränken mit irgendwelchen Bundestagsposten etc. Also man ging sogar noch weiter und hat gesagt, ja, man könnte sozusagen darüber nachdenken, dass man ihnen den Bundestagsvizepräsidentenposten sozusagen nicht gibt. Ja, jede Fraktion hat eigentlich das Recht darauf. Und das wird der AfD von Anfang an verweigert.
Das heißt, was man hier machen will, ist eigentlich nur eine Begründung für das eigene Fehlverhalten liefern. Es ist normalerweise den demokratischen Gepflogenheiten geschuldet, dass normalerweise ja so ein Posten vergeben wird, aber man verweigert es der AfD von Anfang an, weil man es nicht will, weil man die AfD ausgrenzen muss. Höchst undemokratisch. Und jetzt versucht man sich hier hintenrum noch einen Grund dafür zu überlegen. Ja, das machen wir nur, weil die so böse waren. Und die AfD springt echt über das Stöckchen und macht das mit. Ja, okay, ich bin YouTuber, das ist ein Politiker, ich weiß das. Ich weiß auch von Leuten aus der AfD, die politische Welt läuft anders. Und die läuft schwerfälliger und das sind andere Spielregeln. Und ich kann die Flexibilität, die ich gerne hätte als YouTuber, die ich von der Politik verlange, die existiert da in der Form nicht. Da dauert alles länger, das weiß ich. Nichtsdestotrotz tue ich mich mit der Entscheidung ein bisschen schwer. Im Prinzip, wie gesagt, buckelt die AfD da wieder rum, statt mit Rückgrat zu stehen und zu sagen, Leute, bleibt mal auf dem Teppich. So schlimm war es dann auch nicht. Stört mich ein bisschen daran. Vor allen Dingen, ja, es wurde dann auch die AfD an sich natürlich angegriffen mit diesen Forderungen. Und da sind wir ja schon ganz, ganz schnell in der Sippenhaft. Also da machen zwei Leute von der AfD was und die ganze Partei wird in Geiselhaft genommen. Tja, hätte ich bei Linken auch gerne gesehen, als dieses Wir schießen die Reiche Thema durch die Medien ging oder so. Aber da wird halt mit zweierlei Maß grundsätzlich gemessen. Und eine ganze Partei zu verdammen, weil sich mal zwei Mitglieder vielleicht daneben benommen haben, halte ich auch für albern. Und das sollte die AfD auch erkennen und sich entsprechend verhalten, meiner Ansicht nach. Aber gut, vielleicht durchblicke ich es nicht. Politik ist dreckig und gemein. Vielleicht sind die Regeln einfach so, dass man das nicht machen kann. Keine Ahnung. Oder der Mut ist nicht da, aus dieser Falle auszubrechen. Für mich ist das, sage ich mal, ein relativ klares Politikum, wo ganz andere Dinge, die man sowieso vorhat, durchdrucken möchte unter so einem billigen Vorwand. Ich persönlich finde es peinlich, sich dem hinzugeben. Aber gut, muss die AfD selber wissen. Und im Zweifelsfall wird der Wähler auch darüber entscheiden, wie gut er das findet. Und auch die AfD an sich wird darüber entscheiden, ob die Kandidaten, die an der Spitze sind, ob die langfristig auch bleiben werden in der AfD oder nicht. Wird man halt sehen. Ich gebe es euch nur mal auf den Weg. Man sollte nicht über jedes Stöckchen springen. Und man sollte sich nicht von den wesentlichen Dingen mit solchen Lächerlichkeiten ablenken lassen. Das war so ein kurzes Statement. Ich komme vielleicht später nochmal durch, wenn wir genau wissen, was jetzt unsere Regierungsriege da von uns möchte in nächster Zeit. Genießt das Wetter, bleibt aufrecht, bleibt stark und bleibt gesund.